Frankfurter und bitte nun Herrn Oliver Lukšić, parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, uns zu begrüßen. Ja, sehr geehrter Herr Botschafter, lieber Gordon Pakota, liebe Exzellenzen, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, heute zu Ihnen zu sprechen, anlässlich des Nationalfeiertages und dem Tag der Streitkräfte. Ich darf Ihnen die besten Grüße der Bundesregierung übermitteln und natürlich auch der Parlamentsgruppe Nördliche Adria, die ein enges Verhältnis hier mit der Botschaft, aber auch mit den Kollegen im kroatischen Parlament pflegt. Ja, Ihre Einladung und die Gelegenheit, heute zu Ihnen zu sprechen, sehe ich auch als Sinnbild für die enge Freundschaft, die uns verbindet, die Wertschätzung und tiefe Verbundenheit unserer beiden Länder, aber auch der Zivilgesellschaft, wie wir eben gehört haben, der Parlamente und der Regierung. Wir haben überall exzellente Beziehungen und als Vorsitzender der Parlamentsgruppe, Kollege Juratovic, Kollege Haase und andere habe ich schon gesehen, ist es uns eine große Freude und ein wichtiges Anliegen, die engen Beziehungen und den Austausch sowohl mit Ihnen, aber auch mit den Kollegen Abgeordneten und vor allem den Regierungsmitgliedern zu pflegen. Das ist sehr wichtig, nicht nur bilateral, sondern auch für die Zukunft der Europäischen Union. Ja, wir können auch feiern, 10 Jahre EU-Mitgliedschaft und den Beitritt zum Euro- und Schengen-Raum zu Beginn diesen Jahres. Ich glaube, das Jahr 23 ist deswegen für Kroatien ein Jahr von großer Bedeutung. Die 10-jährige Mitgliedschaft, auch der wichtige Eintritt, auch das Thema Schengen-Raum war ja lange umstritten und Kroatien spielt auch, glaube ich, eine wichtige Rolle beim Schutz der Außengrenzen. Deutschland hat die europäischen Ambitionen Kroatiens immer unterstützt und befürwortet. Kroatien gehört von seiner ganzen DNA her zur europäischen Familie und in alle Gremien und Institutionen der liberalen Demokratien. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als der EU-Beitritt vor knapp 10 Jahren diskutiert wurde, war ich Berichterstatter im Bundestag zu diesem Thema, habe noch mit Ihrem Vorgänger, Herr Kovács, sehr eng zusammengearbeitet, damit dieser Weg gegangen wird. Und der hat sich gelohnt für Ihr Land, für Europa. Und diese ganze positive Entwicklung in Kroatien hat wirklich einen wichtigen Wert, sowohl für Kroatien selber, aber auch für die gesamte Region. Kroatien hat bemerkenswerte Veränderungen durchgemacht, ist ein fester Bestandteil der europäischen Familie und was auch wichtig ist, ein positives Beispiel für die Länder des westlichen Balkans und das ist auch eine ganz wichtige Rolle, die Kroatien hat, dass wir hier wegweisend sind für die weitere Erweiterung der EU und deswegen spielt Kroatien mit seinen engen Beziehungen zu den Nachbarstaaten hier auch eine ganz wichtige Rolle in der Entwicklung der gesamten Region. Kroatien will auch weiterhin führende Rolle in europäischen und globalen Institutionen spielen, jetzt auch die Bestrebung der OECD beizutreten, ist ein weiterer wichtiger Schritt. Die Bundesregierung wird auch dies unterstützen, denn uns verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Wir haben es eben von Botschafter Pakota gehört. Die menschlichen Beziehungen sind sehr eng, auch die diplomatischen Beziehungen seit 1992. Über die letzten 3 Jahrzehnte haben wir starke Beziehungen aufgebaut, die nicht nur auf gemeinsamen Werten basieren, sondern auch auf gemeinsamen Interessen und die enge Freundschaft geht weit über die politischen Beziehungen hinaus. Wir haben es eben gehört, wir wissen es. Deutschland ist wichtiger Handelspartner von Kroatien und andersherum. Und auch die Bundesregierung hat in Fragen der internationalen Zusammenarbeit in Kroatien immer einen verlässlichen und geschätzten Partner. Wir haben eine sehr große Zahl an kroatischen Staatsangehörigen in Deutschland. 400.000 bis 500.000, die derzeit bei uns leben, das schätzen wir, die bringen viel Know-how und Wissen mit und wir haben es eben auch gehört, Kroatien gehört natürlich zu den Top-Reisezielen der Deutschen und der Beitritt zum Schengen-Raum bietet hier weitere Vorteile, fördert die Integration und wir wollen auch wieder den Reiseverkehr aktivieren, der ist ein Stück weit ja noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Level, auch gerade im Bereich des Flugverkehrs wollen wir, dass wieder die Verbindungen besser werden. Das hätte, glaube ich, sowohl für den Tourismus, aber auch wirtschaftlich eine wichtige Bedeutung. Insofern unterstütze ich auch die Bemühungen Kroatiens und Sloweniens hier zu einer besseren Anbindung, vor allem auch an Berlin zu kommen. Ja, die Zusammenarbeit in der Parlamentsgruppe ist sehr gut. Wir haben hier einen engen Austausch und ja, wollen auch da vor allem den Ball mit der Zivilgesellschaft weiter
aufnehmen und im engen Kontakt bleiben. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben nicht nur gute Beziehungen, sie werden auch weiterhin stabil bleiben, weiter wachsen und gedeihen. Auch angesichts der großen Herausforderungen aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Die Energiekrise wurde eben angesprochen. Auch hier wird Kroatien vor allem auch durch das LNG-Thema im Krieg, es wurde eben angesprochen, eine wichtige Rolle spielen. Aber auch unsere militärische Zusammenarbeit ist ein wichtiger Faktor und dafür auch herzlichen Dank. Und ich möchte auch an dieser Stelle mich bei den Streitkräften Kroatiens bedanken, die auch im engen Austausch innerhalb der NATO mit der Bundeswehr arbeiten. Und gerade in der heutigen Zeit ist es auch, glaube ich, wichtig, an die vielen Soldatinnen und Soldaten einen kurzen Moment zu erinnern, die in der Ukraine sich für das Überleben des Staates, aber auch für europäische Werte einsetzen. Das ist auch, glaube ich, am heutigen Tag wichtig. Deswegen auch nochmal mein Dank an die enge Kooperation und Zusammenarbeit im militärischen und Sicherheitsbereich. Sie sehen, die deutsch-kroatischen Beziehungen haben viele starke Standbeine, politisch, wirtschaftlich, Zivilgesellschaft, militärisch. Ich glaube, darauf lässt sich aufbauen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf gute Gespräche. Bruno Wala, vielen Dank und bis bald. Recht herzlich bedanken für einen großen Einsatz von Herrn Oliver Lukšić, alle Abgeordneten Freundschaftsgruppe Nordadria, die inkorporiert auch Slowenien, Kroatien und Deutschland. Ein großes Einsatz. Vielen Dank für alles, die Sie seit Jahren für Kroatien und für Slowenien, darf ich sagen, auch gemacht haben. Vielen Dank, lieber Oliver. Ja.